Mann! Hoch die Hände, Wochenende! Ja, war jetzt nicht so kreativ, aber ich dachte, das ist ein cooler Einstieg in einen Vlog über mein erstes Wochenende in Finnland. Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Es ist gerade 6.56 Uhr. In Deutschland ist es 5.56 Uhr, weil, das wusste ich auch nicht, in Deutschland ist es immer eine Stunde früher als in Finnland. Und ich bin wach und starte in den Tag. Es ist Freitag, der erste Freitag meiner ersten Arbeitswoche. Ihr seht den Vlog hier ein bisschen später. Und ja, ich dachte, wir verbringen das Wochenende miteinander. Ach, an meinem ersten Freitag Arbeitstag. Ich versuche ein bisschen abzuspecken und wieso erzähle ich euch das? Ja, weil ich euch mein cooles Frühstück zeigen wollte. Joghurt mit Granola. Man denkt so krass, krass wenig, ne? Nein, 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 Digga. 400 Kalorien, aber das ist super, super lecker und ich dachte, ich esse erst in 4-5 Stunden wieder was, deswegen gönn dir doch so einen leckeren Joghurt. Ich habe das gesehen, das war eine der ersten Sachen, die ich hier gekauft habe und auf jeden Fall ist das mein Frühstück. Jetzt lass das Intro machen und dann in den Tag starten. Aha, mein heutiges Outfit auf The Day. 2 Euro im Secondhand-Laden. Ist ein bisschen zu groß, aber ich denke mir, Bro, für 2 Euro, egal, lass es zu groß sein. Den Blazer, da haben viele auf Instagram gefragt, habe ich bei New Yorker gekauft. Ich vermisse Schmuck. Ich habe leider keinen Schmuck mitgenommen nach Finnland. Ich habe das voll vergessen im ganzen Packstress. Das fehlt mir ein bisschen, aber naja. Mein Make-up of the Day ist so ein Braunkram. Keine Ahnung. Kleiner Lump. Versucht auf professioneller Gangster zu machen. Du weißt Bescheid. Auf geht's zur Arbeit. Vorher wollte ich bei einem Laden fragen, ob ich dort filmen darf. Da war ich gestern Abend und habe eine halbe Stunde gewartet. Aber die Ansprechpartnerin war leider schon weg. Also laufe ich jetzt nochmal hin und frag sie. Immer kurz gucken. Habe ich was zwischen den Zähnen? Bro, wenn ihr seht, jemand hat was zwischen den Zähnen, sprecht die Person immer drauf an. Ich finde das ganz schlimm, wenn man es dann nicht sagt. Ja, das ist so ein Karstadt mit Beauty-Produkten. Und da wollte ich so einen kleinen Live-Haul drehen. Keinen großen, weil ganz ehrlich, die Sachen in Finnland sind um einiges teilweise teurer als in Deutschland. Also Drogeriesachen, teilweise die 6 Euro kosten, kosten hier 13 oder 12 oder 11, wo ich denke, okay, Bro, wird ein kleiner Live-Haul. Aber um meinen Followern mal zu zeigen, wie sowas aussieht, also die Läden hier. Beim Essensladen wollte ich auch mal fragen. Ja, und da tänzle ich jetzt hin und check das mal ab. Und vielleicht kriege ich ja eine Drehgenehmigung. In Deutschland habe ich nämlich aktuell das Problem, dass ich von Rossmann und Lidl keine kriege. Ich erreiche niemanden, den ich fragen kann. Und die Läden, wo ich frage, sagen, sie wollen es vom Obersten, von der Abteilung von Rossmann oder irgendwas hören. Also wenn ihr da helfen könnt, sagt bitte Bescheid. Weil Bro, ich würde echt gerne mal wieder bei Rossmann oder bei Lidl drehen. Ja, super, Digis. Ich habe die Drehgenehmigung. Aber ich werde dann an einem Samstag hierher kommen, weil Montag bis Freitag arbeite ich halt. Bin ich mal gespannt, euch das in einem anderen Video zu zeigen. Schwupp, diwupp. Meine Kollegen sollen mich ja nicht singen hören. Es ist Mittagspausenzeit. Ich kann mir Gott sei Dank, also hammer cool, man kann sich seine Pausen selber einteilen. Mittagspause, Kaffeepause und sowas. Wobei, ich mache eigentlich nur Mittagspause. Und ich habe heute ein Video für Freddyware gedreht. So von der Story, was man wie, wo macht. So, oh, wir packen gerade Pakete und dies und das. Ich bin ja für die deutschen Social-Media-Kanäle von Freddyware ein bisschen verantwortlich. Und Influencer-Kram und was man so macht und so. Das Coole ist, dass sie das so gut fanden, dass ich das jetzt nochmal ins Finn, also nochmal gedreht habe. Für den finnischen Instagram-Kanal von Freddyware und für den schwedischen. Aha, international diese. Okay, lass uns nicht lang schnacken, Digis. Ich habe richtig doll Hunger. Ist 6 Stunden her mit meinem Frühstück. Ich nehme euch jetzt mit in ein Restaurant. Ich zeige euch das mal. Das ist hier ganz in der Nähe von meiner Arbeit. Das ist so lecker. Du zahlst 11 Euro für Mittagstisch. Trinken hat man in Finnland ja immer dabei. Also Wasser kriegst du immer umsonst. Aber gut, in Deutschland ist das sonst immer sehr teuer mit denen trinken. Und für 11 Euro geht klar. Also ich habe andere Sachen hier gesehen. 20 Euro so ein Stück Lasagne. Ich denke so, Bro, chill mal ein bisschen. Und da haben die immer so verschiedene Mittagsessenssachen mit so einem Buffet und Digga, ist in der Nähe, so warum nicht, ne? Ist jetzt keine bezahlte Kooperation oder so, wisst ihr, ne? Auf jeden Fall, falls ihr mal in Lahti seid, gibt es viele schöne Sachen, die ihr euch angucken könnt, aber dieses Eat Well, da esse ich meistens Mittag, weil das ist echt lecker. Übrigens, jetzt, wo ich ein bisschen unterwegs bin und meinen Horizont erweitere, ich rede ja sonst nicht so viel mit Menschen und mache immer mein Ding, aber ich merke plötzlich, wow, man lernt dazu, das ist schön, wenn man sich mit anderen Menschen unterhält und so, dein Horizont erweitert sich. Und ich habe ein neues finnisches Wort gelernt. Ich hoffe, ich finde es jetzt nochmal, Moment, ein bisschen Finnisch beibringen, weißt du? An meine jüngeren Follower, wenn eure Eltern euch fragen, was ihr gemacht habt, könnt ihr sagen, ihr habt was gelernt, obwohl ihr nur mein Video geguckt habt. Nein, ihr sollt eure Eltern nicht anflunkern. Lernt lieber, anstatt nervige YouTuber zu gucken. Fangt an zu lernen nach meinem YouTube-Video.
Kiitos. Kiitos heißt auf Finnisch danke. So, danke, bitte, bla bla bla, tschüss, guten Appetit, haut rein. Was laber ich? Bin ein bisschen hyperaktiv, weil ich echt Hunger habe. Komm, komm, komm. Guck mal, wir haben Glück, das ist gerade noch leer. Die haben immer wechselnden Mittagstisch und Buffet. Und die Sachen sind sehr, sehr lecker. Solche Sachen haben sie jeden Tag, so Hummus und so. Salatbar ist bisher auch mal gleich gewesen, aber so der Mittagstisch ist ganz cool. Ja, moin, Digis. Die Kamera ist schief, alles klar, aber ist nicht schlimm. Mein Leben ist ja auch manchmal schief. Ich habe die Zeit vergessen. Ich bin die Letzte im Büro. Es ist 6:30, Bro. 18.30 Uhr. Ich bin aber auch einfach so ein kleiner Workaholic. Also ich kenne es halt von meinem Influencer-Job auch so, dass ich echt lang bis 10, 11 arbeite manchmal. Und dann, weiß ich nicht, war ich heute auch länger hier. Also mein Freitagabend. Mein Freitag ist durch. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Ich werde jetzt nach Hause laufen. Ja, muss jetzt erstmal hier im Büro alle Lichter ausmachen und so, ne? Guck mal, da merkst du so richtig typisch Schülerin. Ich habe ja bei Freddyware gesagt, was ich so brauche zum Arbeiten. Madame braucht Stabilo-Marker zum Kennzeichnen von allem. Und Lami-Patron unbedingt. Hier ist sogar noch mein altes Federmäppchen aus meinen Schulzeiten. Weiß ich nicht. Ich mag das Oldschool. Ich arbeite zum Beispiel auch nur auf Blöcken, am liebsten mit 90 Milligramm Papier. Wenn mal nichts da ist, okay. Aber ich habe da schon gewisse Anforderungen. Yo, ist ja auch gut, mich als Mitarbeiter zu haben. Ich bin gut in dem, was ich tue. Eigentlich wollte ich morgen ein Live-Haul drehen, aber Bro, die Kosmetikprodukte in Finnland sind so teuer, dass ich mir dachte, okay, warte erstmal, weil ich einer finnischen Firma schreiben wollte, Bro, habt ihr nicht Bock, mir ein paar Sachen zum Testen zu schicken, weil die sind richtig teuer hier, ne? Na, wir werden ja sehen, was das Wochenende bringt. Jetzt bringt es uns aber erstmal nach Hause, also ins Apartmentzimmer-Ding. Yo, yo, ich bin zurück im Hotel. Bro, ich bin so lost ohne Schatzi. Ich war jetzt 2 Stunden spazieren. Ja, jetzt schminke ich mich ab. Ich vermisse ihn echt doll. Habe ich jetzt Licht nicht angemacht? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. In meinem Herzen ist eh alles dunkel. Also kann es auch im Bad dunkel sein. Ja, okay, aber mit Licht ist dann doch besser. Ja, ich habe dann auch sinnlos, was heißt sinnlos eingekauft? Ich war in verschiedenen Läden und ich dachte, Bro, wenn du jetzt da eine Stunde rumlungerst, dann kauf auch irgendwas. Aber ich versuche ein bisschen, ne, mit meiner Linie oder aus meinem kreisförmigen Körper eine Linie zu machen oder Kurven. Mann, ich versuche ein bisschen abzuspecken, sagen wir es so. Und da habe ich dann Sachen gekauft, wo ich dachte, okay, boah, die Tortilla-Chips, da waren Tortilla-Chips, die haben so nach mir gerannt, Digga. Gerannt, gerufen. Ich wäre fast zu ihnen gerannt, aber ich bin dann in die andere Richtung gegangen. Ja, statt heftigen Tortilla-Chips habe ich mir im türkischen Laden so Kichererbsen gekauft. Ja, Diät, Suppen, eine Ananas und arabisches Brot. Ja, so ist das. Ja. Ich habe mich jetzt abgeschminkt und mir ist so langweilig, dass ich meinen Kühlschrank aufräume. Mein Kühlschrank in meinem Apartment. Ich bin zu müde, um zu arbeiten, was ich meistens mache, wenn mir langweilig ist. Und auch für Sport oder so. Ich meine, ich werde jetzt auch 2 Stunden spazieren. Aber irgendwie nur eine Serie gucken, macht mich gerade auch nicht glücklich. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe meinen Kühlschrank aufgeräumt, mein Apartment aufgeräumt, mich abgeschminkt. Ich vernasche jetzt noch meine Ananas. Und dann lege ich mich ins Bettchen und gucke Serie. Ich gucke im Moment so eine Serie. Good Girls heißt die. Scheint bisher ganz interessant zu sein. Keine Ahnung, ich bin bei Folge 2. Ja, und das war's dann auch mit meinem Freitagabend, ne? Morgen ausschlafen und um 12 habe ich ein Zoom-Meeting. Aber da muss ich Gott sei Dank nicht gestylt sein. Ich style und schmink mich im Moment jeden Tag, weil ich halt auch die Story von Freddyware mache und so. Bro, da habe ich keinen Bock mit Augenringen und Pickeln bis zum Kopf da zu sein, sondern ich will einen vernünftigen Eindruck machen. Aber morgen ist mein lumpiger Tag, Sonntag auch. Ja, und gleich Kuschelparty. Alleine. Weil ich bin ja nicht bei Schatzi und bei Rodi. Die ich immer noch ganz doll vermisse. Du verfressener Schwein. Nimm doch ein kleines Stück in den Mund. Naja, haut rein, sprach das kleine verfressene Schwein. Das war ein netter Reim. Ihr merkt mir, es langweilig. Bis morgen. Guten Morgen, Finnland. Ja, ich freue mich immer über meine Aussicht mit dem Blick aufs Wasser. Und früh morgens sehe ich dann auch, wie die Sonne den Wald und das Wasser küsst. Aber es ist nicht früh morgens. So sehe ich aus, wenn ich frisch wach bin, weißt du Bescheid. Ey, seit 1,5 Stunden hänge ich auf TikTok fest. Kommt, ich zeig euch womit. Ja, ich war einfach am Rumscrollen. Dann habe ich sowas gefunden, Stories from Reddit. Und das sind so Sachen, da werden irgendwie Leute auf Reddit Sachen gefragt. Keine Ahnung, was
das Gruseligste, was du je erlebt hast? Was ist das Mysteriöseste? Bla, bla, bla. Und das gucke ich mir seit anderthalb Stunden an. Es ist jetzt 11 Uhr. In einer Stunde habe ich mein Meeting. Ich werde mal schnell wach. Guck mal, was ich mir für ein Baba-Frühstück gemacht habe. Ich habe mir gestern ja so arabisches Brot gekauft. Dann hatte ich noch Tomaten, die weg müssen. Dann hatte ich noch so einen Mozzarella. Den hatte Freddy Ware für mich gekauft. Der ist jetzt 2 Tage drüber gewesen vom Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber mein Gott, so nicht schlimm. Jetzt mache ich mir so ein schönes Sandwich. Bro, das sieht richtig gut aus. Oh. Was sind das für Lichtverhältnisse? Ach, weil das Licht von hier kommt, ne? Ich habe voll die Zeitverschiebung vergessen. Jetzt sitze ich hier vorm Laptop und es ist 11:55 und ich denke so, hä, wo bleibt denn mein Meetingpartner so, ne? Weil ich bin so, Bro, ich sag sogar Bescheid, wenn ich 3 Minuten zu spät komme. Ich nehme meinen Job hammer ernst. Das denkt man manchmal vielleicht gar nicht, weil ich so ein entspannter Typ bin, aber glaub mir. Oh, und es ist jetzt 12:05 in Finnland, aber 11:05 in Deutschland. Und ich habe geguckt, die Secondhand-Läden hier in Finnland haben auch nur so auf bis 13 Uhr, 17 Uhr, 15 Uhr. Mist, ey, ich verplane das immer wieder. Auch am Anfang, als ich in Finnland angekommen bin, habe ich einen Teil meiner Videos umgeplant, weil da stand plötzlich 19 Uhr Finnland-Zeit. Dann dachte ich, hä, und dann fiel mir ein, ja, aber das ist ja 18 Uhr in Deutschland-Zeit und ja, nur so ein Drama. Oh, Gott sei Dank. Ich habe meiner Meeting-Partnerin geschrieben, ob sie zufällig früher kann. Und sie hat gesagt, ja, in 15 Minuten ist sie ready. Hast du schon mal die 45 Minuten gespart, weißt du? Oh, so ärgerlich. Ja, moin, Digis, mein Meeting ging sehr, sehr lange. Kirputori heißt Flohmarkt auf Finnisch, soweit ich richtig sehe. Und da gibt es sehr, sehr viele in Lahti, da wo ich bin. Aber die haben jetzt alle geschlossen, weil es ist schon 14.50 Uhr. Ich dachte mir, wir gehen jetzt ein bisschen raus. Ich wollte gerne irgendwo schön Kaffee trinken, arbeiten, Notizen erarbeiten, dies, das. Vielleicht sehen wir noch was Schönes hier irgendwo. Ja, Digga. Was soll ich sagen? 15 Uhr. Ich habe noch gar nichts gemacht, außer ein Meeting gehabt und gefrühstückt. Ja, und kenne jetzt irgendwelche gruselige Geschichten von irgendwelchen Menschen. Egal, kommt. Unser erster Stopp führt uns zu einem Fitnessstudio. Da möchte ich gerne mal anfragen, wie die Preise sind und was da so geht. Denn ich glaube, nach der Arbeit ab und zu Sport machen tut mir gut. Damit ich nicht so wie gestern völlig lost rumlaufe, weil ich Schatzi und alle so vermisse und so Heimweh habe und ja, das brauche ich, glaube ich, um meinen Kopf frei zu kriegen. Oh, sie haben geschlossen. Toll, ich kann hier nichts lesen, außer danke. Ja, keine Ahnung. Aber sie haben doch jetzt auf. Nee, haben sie nicht. Von 10 bis 14 Uhr. Oh, warum bin ich so dumm? Es steht doch hier P. Mato. Ja, Wochenende. Nein, ich verstehe. Ich glaube, das bedeutet, sie haben am Wochenende, man kann immer rein, weil da sind viele Leute gerade am Trainieren. Da sind viele Schuhe. Aber dann ist nur ein Ansprechpartner da. Ich fotografiere das mal und frage meine Kollegin freundlicherweise. Ich habe nach einem Café geguckt. Ich habe einen Café gefunden, wo ich arbeiten wollte oder lesen wollte, je nachdem. Die machen ihren eigenen Kaffee und ihren eigenen Wein. Also, ich glaube das. So, da steht halt Kahiva Coffee and Wine. Vielleicht heißt es auch nur, da gibt es Kaffee und Wein. Ich weiß es nicht. Aber erstmal gehen wir ein bisschen spazieren. Keine Ahnung wohin, aber wir gehen spazieren. Cool, guck mal, was die hier haben. Die haben so eine Trainingsstelle. Ich habe das jetzt noch nicht ganz gecheckt mit dem QR-Code, aber wo du halt so rumtrainieren kannst. Und für manche Sachen brauchst du keinen Code, yo. Und das hier in dieser Kulisse. Also, wow. Also hier zu trainieren, ich meine, ich trainiere jetzt nicht, mir läuft die Nase und mir ist kalt. Aber
Weißt du, wie ich meine? Es gibt ja viele Leute, die so schön in der Natur trainieren und so und dann sowas. Also du hast ja halt auch so Gewichtdinger, die du hochheben kannst und da stehen verschiedene Übungen und wow. Ach krass, guck mal. Lahti ist ja bekannt als grüne Stadt mit grüne Stadt Europas, heftige Natur, bla bla. Ja, ich habe gerade diese Mülldinger hier gesehen, um Müll aufzusammeln. Und wisst ihr, was mir dann aufgefallen ist? Hier ist kaum Müll. Also seitdem ich hier unterwegs bin, mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich habe kaum Menschen gesehen, die irgendwie assi aussehen. Also so, ne, keine Ahnung. Ich gehe manchmal in Jogginghose und Latschen einkaufen. Bro, das ist schon was anderes, als wenn du einen Jeans und eine Bluse trägst. Müssen wir ehrlich sein. Und hier ist kaum Müll. Und je, nachdem ich das gesehen habe, dachte ich, Bro, stimmt. Ich sehe hier gefühlt keinen Müll irgendwo. Also es ist eine sehr, sehr saubere Stadt. Hammer angenehm. Es gibt Städte, ich sag euch ganz ehrlich, da ist eine Kleinstadt so, ne? Je nachdem, wie man es bemisst. Aber es gibt Orte, da mag ich nicht mal in der Öffentlichkeit essen, weil ich mich ekel. Verstehst du, wie ich meine? Also, sehr schöner Ort. Ja, sehr schön. Meine Augenringe sind halt gar nicht geil im Tageslicht. Bro, aber ich habe auch keinen Bock gehabt, mich zu schminken. Wofür? Ihr kennt mich ja pickelig oder doppelkinnmäßig oder alles. Hä, es geht gar nicht um meine Pickel, sondern um die Augenringe. Ihr kennt mich mit all meinen Facetten. Ich muss dringend Augenbrauen zupfen vor Montag, bevor meine Arbeit wieder anfängt. Ich habe gerade gesehen, ich sehe aus wie ein behaarter Bär. Schnurrbart? Ich weiß gar nicht, wann ich den das letzte Mal weggemacht habe. Bro. Ach, Schatz, ist ja nicht da gerade, deswegen egal. Ein Tag länger juckt jetzt auch nicht. Aha, guck mal, was ich für ein romantischer Gangster bin. Ja. Ach, ich vermisse mein Schatzi. Guck mal, ich war sehr dankbar. Ich habe ein Plumpsklo gefunden. Also eine Toilette. Ich habe dann im Stehen gepinkelt. Ne, das habe ich mir irgendwann mal angeeignet. Also stehend, hocken, keine Ahnung. Man müssen wir jetzt ja auch nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall ist das ein Plumpsklo. Naja, in dem Sinne auch nicht direkt Plumpsklo, sondern so Dixie-Klo-mäßig. Aber ich war kurz überrascht. Aber ich dachte, Bro, ich muss so dringend pieschen. Da war ich einfach nur happy, dass ich das entdeckt habe. Jetzt kann ich entspannter weiter spazieren. Ich spaziere schon seit 2 Stunden, ne? Ja. Extra die Apple Watch gestellt, weißt du, Schritte sammeln, ein bisschen gucken. Aha. Als ich nach meiner Quarantäne das erste Mal spazieren war, nee, da habe ich meine Follower nur in meiner Instagram-Story mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Schritte ich gelaufen bin. 16.000, 21.000, 16 Kilometer. Irgendwie so, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel. Ich glaube, ich war 5 Stunden oder so spazieren, weißt du, wie ich meine? Wisst ihr, was ich jetzt das erste Mal in meinem Leben mache, Digis? Ich fahre mit einem E-Scooter. Das habe ich noch nie gemacht. Ich bin schon ganz aufgeregt, ich habe hier eine App. Guck mal, hier kannst du dein Handy raufpacken, kannst du währenddessen laden, das mache ich gleich. Eigentlich wollte ich das erste Mal mit Schatzi E-Roller fahren, ne? Aber Bro, mir tun langsam ein bisschen die Füße weh, muss ich sagen. Und ich muss jetzt dieselbe Strecke, die ich hergelaufen bin, fahren. Hallo. bist du traurig, wenn ich das erste Mal E-Scooter ohne dich fahre? Ja, weil ich muss jetzt dieselbe Strecke, die ich die ganze Zeit spazieren gegangen bin, zurücklaufen und mir tun die Füße weh. Ja, aber wir müssen trotzdem mal zusammenfahren, wenn ich wieder da bin. Das hatten wir immer vor mit diesen E-Rollern. Okay, mein Schatz. Ich dachte, ich frag, weil wenn es dich gestört hätte, hätte ich gewartet. Hallo, Baby. Okay, Knutsch, Baby. Bis dann. Ich liebe dich. Tschüssi. Ja, weil, weißt du, wenn man Sachen zusammen macht das erste Mal, das bindet auch Menschen, das ist schön. Aber ich dachte, man fragt halt, ne, man weiß ja nie. Vielleicht wäre Schatzi traurig gewesen, aber Schatzi ist eh so ein Typ so, Digga, er gönnt mir immer das Beste, so weißt du, wie ich meine. Naja, kann ich euch mitnehmen? Nein, warte, ich lerne erstmal sprechen und danach übe ich mal und dann reden wir. Erstmal safety first. Aha, 11 Minuten Fahrt, 3,75 €. Es war eine sehr lustige Erfahrung. Diggis, ihr glaubt es nicht, aber ich bin ein Mensch mit extremer Höhenangst. Das heißt, wenn es so ein bisschen steil hier runter geht, fühle ich mich schon wie betrunken, so richtig so wackelig. Oh Gott, ich bin hier in einem sehr steilen Wald spazieren. Man sieht das, glaube ich, nicht, aber da ganz unten ist die Straße. Es ist sehr hoch hier und sehr steil. Keine Ahnung, ich wollte mal gucken, was da oben so geht. Ich bin eigentlich gar nicht so mutig, aber Schatzi ist mit mir mal so eine ganz steile Klippe hochgeklettert. Und da habe ich echt, ich dachte, ich sterbe. Ich wusste, ich kann nicht sterben. Aber es war so hoch und so steil. Ich habe echt hyperventiliert vor Angst fast. Aber dann war ich genau in der Mitte. Ich konnte nicht hoch und nicht runter. Und deswegen habe ich mich das hier getraut. Ja. Ja, mitten in Finnland irgendwo im Wald, auf dem Berg irgendwie, ja. So, der Spaziergang ist vorbei und ich bin hier bei so einem Sushi-Buffet-Restaurant und habe mir mal verschiedene Sushi-Sorten rausgesucht, die ich gar nicht kenne. Zum Beispiel mit Bananen oder irgendwas. Und ja, ich habe Glück gehabt, ich bin heute relativ spät aufgestanden. Deswegen habe ich um 11 oder so gefrühstückt. Ja, Mittagessen habe ich jetzt weggelassen. Jetzt gibt's Abendbrot. Sieht doch gut aus, ich bin gespannt. Ja, Digis, ich bin wieder zurück im Hotelzimmer. Das war so schlecht, dieses Restaurant, in dem ich war. Ich bin nicht mehr richtig satt geworden. Ey. Ich habe von allem ein bisschen probiert und auch hammer viel stehen lassen, was mich ja dann ärgert, weil ich will kein Essen stehen lassen. Ich möchte mir aber auch kein Essen runterwürgen. Also das war so fast schon eklig. Ich weiß, man sagt nicht eklig zu essen, weil, Digga, es gibt Menschen, die hungern, danke Gott, dass ich Essen habe. Aber
Es hat gar nicht geschmeckt. Also nee, will ich nicht nochmal hingehen. Echt ein Graus. Ja, keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, aber ich habe mir jetzt so einen Minispiegel mitgenommen. Ich habe normalerweise 2 große Spiegel und die nehme ich immer mit auf Reisen, aber einen habe ich meiner kleinen Schwester geschenkt und den anderen habe ich zu Hause gelassen, weil ich ihn zum Schminken nutze. Und ich hatte nur noch diesen Pissspiegel. Also was soll ich dazu sagen? Er ist klein, ne? Ja, und jetzt werde ich auf Netflix nebenbei was laufen lassen und Mann, ey, krass. Pickelgesicht, richtig unreine Haut bekommen. Wird nicht besser, also war eine Zeit lang richtig gut, aber jetzt gar nicht. Schnurrbart, auf jeden Fall kümmere ich mich um meine Schönheit. Ich bin viel zu unmotiviert, um meine Haare jetzt zu waschen und zu föhnen und zu glätten. Deswegen fange ich wenigstens an mit den Augenbrauen und zupfe die schon mal ein bisschen. Lass wir nebenbei Netflix laufen. Ich habe keine Ahnung, was ich mir jetzt dabei gedacht habe, bei so einen kleinen Spiegel mitzunehmen. Aber ein bisschen was für die Schönheit tun, bevor ich dann bald ins Bettchen gehe und Netflix gucke. Boom, bada, boom, it's Netflix time and chill time. Es ist Sonntag und auf mich wartet Netflix. Erstmal mache ich mir schön Frühstück im Bett. Ich finde das immer so aufregend, im Bett zu essen. Das mache ich sonst nie, aber ich denke so, YOLO. Ja, ich dachte, ich gehe eigentlich schön irgendwo frühstücken in Lahti, aber irgendwie hat alles zu, soweit ich sehe. Deswegen esse ich einfach so ein arabisches Brot mit Käse, so ein Joghurt und da tue ich so einen crunchy Kram drauf, den man oben auf den Joghurt tut. Mega nice. Guck mal, Digis Good Girls, ne? Ohne Scheiß, die haben einen Schauspieler, der ist so sexy. Tschüss. Eigentlich mag ich südländische Typen nicht so. Also es ist nicht so mein Männergeschmack, muss ich sagen. Und ich weiß auch nicht, was er für ein Typ ist. Keine Ahnung. Dunkle Haare, Schnurrbart. Rio heißt er. Aber Bro, so ein Gangsterboss ist schon interessant. Hier, guck mein Arm hier hinten, wenn ich irgendwas erzähle, wo ich aufgeregt bin. Ja, aber in Real Life hast du gar keinen Bock auf so einen Scheiß. Was für ein Gangsterboss, Bro. Sei mal pünktlich. Hab mal vernünftige Werte. Nerv mich nicht, weil du Gangster sein musst, sondern geh mal auf den geraden Weg und lass mal vernünftig bleiben. Aber in der Serie ist es sehr interessant. Es ist Sonntag. Wie spät? 14 Uhr in Deutschland, 13 Uhr? Ja, aber ist ja egal für euch, wie spät in Deutschland, ne? Sucht euch einen Menschen und einen Partner, der euch immer zu etwas Besserem macht. Zu einer besseren Version eurer selbst führt. Aber die Version, die ihr euch wünscht. Also nicht, dass der Partner irgendwie aus euch ein Püppchen machen will, obwohl ihr ein Gangster seid oder ihr seid Motorradfahrer und er will aus euch... Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich heute nur gechillt, weil, Bro, ich arbeite echt viel in der Woche und irgendwann habe ich es nach 5 Jahren hinbekommen, sonntags immer frei zu machen und nichts zu machen, außer vielleicht ein bisschen Instagram-Story oder sowas, mal einen Vlog drehen. Meistens ist es dann auch so, dass ich sonntags wirklich nur penne und Kuschelpartys mit Rodi und mit Schatzi mache, Fortnite-Spiele, das war's, ne? Weil auch jetzt hier in Finnland, guck mal, ich stehe jeden Tag zwischen 5 und 6 auf, das ist in Deutschland zwischen 4 und 5. Und arbeite dann von 8 bis 16 Uhr bei Freddyware und danach, also vor der Arbeit bei Freddyware und danach arbeite ich noch an meinem Social-Media-Ding, also bis 22 Uhr meistens und so. Das ist natürlich auch etwas, was halt echt anstrengend ist und dann bist du sonntags hammerplatt, Mann. Aber ey, wir schrieben gerade so ein bisschen und Schatzi ist schlau, er macht das immer so, er so, und was hast du heute vor? Ich so, ja, gammeln, Netflix, Pen, er so, okay. Ach so, ja, ich dachte, du erkundest nochmal ein bisschen Finnland oder tust irgendwas anderes Schönes, was dir gut tut. Ich fahre gleich mit dem Hund ein bisschen spazieren in der Natur und so. Und er macht das so, ohne mich zu drängen und ohne mich zu bevormunden oder zu nerven. Immer schon. Das fand ich immer schon sehr klasse an ihm. Und dann dachte ich mir, ja, Mann, er hat recht. Es ist Sonntag. Gammeln ist cool, aber ich kann ja jeden Abend nach der Arbeit gammeln oder chillen, Serie gucken, was weiß ich. Will ich jetzt echt meinen Sonntag damit verbringen, nur rumzuhängen, weißt du? Und dann dachte ich, nee. Und dann ich so, ja, du hast recht. Ich stehe jetzt auf, obwohl er aber gar nichts gesagt hat, weißt du? Deswegen habe ich mich jetzt angezogen. Was heißt angezogen, Bro? Ich habe einfach eine Jogginghose an und einen Stinky-Pullover, weil ich selber gerade ein kleiner Stinky bin, aber nicht einen neuen Pullover vollstinken will, sondern den hier, weil ich den nachher oder morgen waschen will. Nachher oder morgen erst dusche. Und erkunde gleich Finnland. Guck mal, ich habe dann auf Instagram meine Follower gefragt, welchen Ort wir uns heute genauer ansehen wollen. Den da oder den. Ich hoffe, ihr seht das ein bisschen. Jetzt esse ich erstmal so ein kleines Mittagessen. Oatsam hat mir mal so ein Paket geschickt. Hammer nice, Digga, mit so Wasser- und Pulverkram und du mischst dir sowas zusammen, aber es ist trotzdem sehr lecker aus Datteln und dies und das, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ziemlich nice mit so ein bisschen Obst. Plan noch ein Video vor, während ich noch kurz Serie gucke und dann geht's los. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit geplant und geguckt, wie ich an diese 2 Orte komme. Meine Zuschauer hatten sich dann entschieden, folgt mir gerne auf korrekt auf Instagram, dann könnt ihr auch mal bei solchen Umfragen mitmachen. Sie haben sich für den Aussichtsturm entschieden. Ich habe jetzt die ganze Zeit geguckt, ich habe so eine Seite geschrieben, Visit Lahti heißt die Seite. Wo genau das ist, weil ich habe es nicht ganz ergoogeln können, weil es ist ja ein Aussichtsturm.
Sonnensturm irgendwo mitten im Wald. Ja, und beide Sachen, die ich meinen Followern vorgeschlagen habe, sind relativ weit weg von hier. Also ich müsste, also zu dem einen Punkt kam ich nur mit dem Boot, also nicht mit dem Boot, mit dem Schiff, Bro, was für ein Boot jetzt bauen. Mit dem Schiff und zu dem anderen wäre es auch komplizierter. Dann habe ich gesagt, nee, das ist jetzt von der Planung doof, weil Bushaltestelle finden, Sprache, hin, zurück, gucken wo. Weil es ist ja nicht irgendwie eine Adresse, wo ich hin will, sondern es sind ja Orte in einem Wald oder an einem Fels und sowas halt. Aber ich habe jetzt meine Kollegin gefragt und die fährt jetzt mit ihrem Mann und mir an einen Ort mit drei Seen. Das kann ich euch auch mal zeigen. Und da werde ich dann ein paar Eindrücke für euch filmen. Digga, so viel, wie ich mit Menschen in Finnland gesprochen habe, in dieser einen Woche rede ich teilweise zu Hause in einem Monat nicht mit anderen Menschen, ne? Bin schon ein krasser Einzelgänger. Also ein bisschen Offenheit tut mir auch wirklich mal gut. Hier seht ihr das, wo wir hingehen. Da ist wohl eine Route von 7,5 Kilometern. Ich habe gesagt, können wir gerne laufen, aber wir laufen jetzt wohl die kleinere beim Spaziergang. Gleich kaufe ich mir noch im Laden einen Snack, weil sie sagte, im Wald wird man hungrig da. Ja, und dann unternehmen wir was und gehen da schön spazieren und so. Ich freue mich drauf. Ich bin wieder im Apartment mit rosa Wangen. Ja, moin. Wir waren so 3,5 Stunden spazieren. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke gefallen. Ich war mit einer Arbeitskollegin und ihrem Mann spazieren. Also auch neues Terrain. Für mich Terrain. Also mit anderen Menschen was zu machen und viele Eindrücke auf jeden Fall in Finnland. Und ja, ich habe jetzt nicht so viele Eindrücke gefilmt, weil ich war jetzt mit anderen unterwegs. Da will ich auch nicht alle 10 Minuten anhalten, um zu filmen, weil das kann, glaube ich, auch mal nerven. So, die haben gesagt, mach und wie du meinst und alles cool und so. Aber weißt du, wie ich meine? Ich wollte auch ein bisschen die Eindrücke so für mich genießen. Aber ich glaube, ich konnte euch ein paar schöne Eindrücke zeigen. Ja, ich werde jetzt auch nicht mehr so viel machen. Ich werde jetzt duschen. Danach werde ich meine Serie weitergucken und währenddessen ein bisschen vom Handy aus arbeiten, Kommentare beantworten, lesen, abchecken und meine To-Do-Liste für morgen schon schreiben und so. Ich freue mich richtig, dass ich nicht den ganzen Tag im Bett hing und Netflix geguckt habe, obwohl ich echt Bock zu hatte, weil, Bro, die Serie ist auch spannend und der Schauspieler ist so hübsch. Ich freue mich ja so. Ich freue mich, wenn ich finde, es gibt wenig Männer, die ich hübsch finde, für meinen persönlichen Geschmack. So, weiß ich nicht, ich bin da ein bisschen komisch. Und wenn ich dann jemanden sehe, freue ich mich immer. Also auch öffentlich, das sieht man dann auch, wenn ich spazieren gehe und jemanden sehe. So halt, weißt du. Ja, Schatzi ist natürlich der Schönste für mich. Auch mein Schatzi, ich darf gar nicht an ihn denken, sonst vermisse ich ihn ganz doll. Ich habe ganz viele Hunde im Wald gesehen und wollte so gerne mit denen spielen, aber ich habe es dann auch gelassen. Genau, das war jetzt mein Wochenende. Danke, Schatzi, dass du mir geholfen hast, aufzustehen und nicht nur Netflix zu chillen und zu gucken, sondern was von der Natur zu sehen, mit anderen Menschen was zu machen. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe die ganze Zeit Englisch geredet. Ihr merkt vielleicht, ich wachse ein wenig an diesem Trip und das ist für mich ein sehr schönes Gefühl, weil ihr kennt das vielleicht. Manchmal fühlt man sich, als würde man auf der Stelle verharren und nicht vorwärts kommen und fühlt sich so stuck in the moment. Weißt du, wie ich meine? Okay, fange ich an, jetzt English Girl zu werden. Ja, aber das war auf jeden Fall super. So, das war mein Wochenende. Morgen werde ich anfangen, einen neuen Vlog zu drehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ansonsten, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Ein Thumb up. Hab heute gefragt, was Daumen nach oben heißt. Also Daumen. Ja. Und ich würde mich auch freuen, vielleicht abonniert ihr kostenlos meinen YouTube-Kanal und begleitet mich öfter in meinen Videos. In diesem Sinne, Digis, cheer, ich bin raus. Nein, Spaß, ich sag vernünftig tschüss. In diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dass ihr Teil meiner wundervollen Community seid. Und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.